Die moderne monetäre Theorie, die Zuschauern dieses Kanals hier nicht unbekannt sein dürfte, ist in aller Munde. Und ein neuer, von der FAZ produzierter Funk-Wirtschaftskanal hat sich beschlossen, ihre anzunehmen. Der Ökonom Volker Wieland, welcher dem Kronberger Kreis angehört, der wiederum ein Anhängsel der neoliberalen Denkfabrik Stiftung Marktwirtschaft ist, erklärt uns jetzt erst einmal, was für Probleme es bei der MMT so genau gibt. Volker Wieland ist Professor für Geldtheorie an der Goethe-Uni in Frankfurt. Ich habe ihn nach seiner Einschätzung zur MMT gefragt. Diese sogenannte moderne monetäre Theorie ist weder modern, weil da werden natürlich Dinge gesagt, die einfach Fakten sind. Klar, der Staat gibt das Geld aus, so funktioniert das im Moment bei uns. Aber diese Fakten sind einfach Fakten, die sind weder neu noch modern, sondern das sind einfach Fakten. Ach, sieh einer an, die MMT beschreibt nur Fakten, die schon lange bekannt sind. Mensch, dann könnte das Video ja an dieser Stelle zu Ende sein. Aber das ist es natürlich nicht. Das Hauptproblem dieses Funkbeitrages ist, dass er keine konsistente Inflationstheorie hat. Die MMT ist eine Denkschule, die vom Keynesianismus und vom Chartalismus abstammt. Und wir müssen jetzt im Folgenden gucken, ob sie eher den keynesianischen Teil der MMT oder den chartalistischen Teil kritisieren. Aber die MMT sieht das mit der Inflation etwas anders. Und das ist der zweite große Unterschied zur Mainstream-Ökonomie. Die MMTler sagen, solange es noch genügend Ressourcen wie Stahl, Energie und Arbeitskräfte gibt, wird es auch nicht zu Inflation kommen. Denkt an unseren Autohändler. In der Welt der MMTler könnte er einfach mehr Leute einstellen, die Tag und Nacht neue Autos bauen und so die gestiegene Nachfrage bedienen, ohne seine Preise erhöhen zu müssen. Der Staat muss in dieser Welt halt nur im Voraus überlegen, wie viel Geld die reale Wirtschaft verkraften kann. Wie viele Ressourcen also noch verfügbar sind, dann kommt es auch nicht zur Inflation. Zum Problem der komplett fehlenden Inflationstheorie in diesem Video werden wir gleich voranschreiten. Zuerst sollten wir uns fragen, woher stammen diese Annahmen? Nun, die hat sich die MMT von Keynes abgekupfert. Er schreibt in seiner allgemeinen Theorie, ist Vollbeschäftigung erreicht, setzt jeder Versuch, die Investitionen noch weiter zu steigern, einen tendenziell unbegrenzten Anstieg der Geldpreise, unabhängig von der marginalen Konsumneigung in Gang. Das heißt, es kommt zu einem Zustand wahrer Inflation. Bis zu diesem Punkt jedoch werden Preissteigerungen mit einem wachsenden Gesamtrealeinkommen einhergehen. Nun, das bedeutet, Investitionen führen zu steigenden Preisen, zu einem höheren Realeinkommen und zu einem höheren Beschäftigungsstand. Jedenfalls so lange, wie noch keine Vollbeschäftigung erreicht ist. So jedenfalls die Annahmen aus Keynes allgemeiner Theorie. Die MMT hat kein taugliches Rezept zur Inflationsbekämpfung. Die MMT sagt, Inflation entsteht nur, weil zu viel Nachfrage auf zu wenig Angebot stößt. In Wahrheit ist das aber viel komplexer. Und hier kommen wir zum zentralen Problem dieses Machwerks. Es wird nebulös von Angebot und Nachfrage geschwafelt, uns aber keine konsistente Inflationstheorie vorgestellt. Weder seitens der MMT, noch wird uns irgendein Gegenentwurf präsentiert. Nun ja, es kann natürlich sein, dass verschiedene MMTler zu verschiedenen Zeiten dort verschiedene Sachen zugeschrieben haben. Aber wenn wir eben schon beim guten Keynes angefangen haben, dann bleiben wir doch einfach dabei. Er hat in seiner allgemeinen Theorie nämlich auch eine sehr überzeugende Darstellung, wie Inflation entsteht. Und die langfristige Preisstabilität bzw. Instabilität ist davon abhängig, wie stark der Aufwärtstrend der Lohneinheit, oder genauer gesagt der Kosteneinheit, relativ zur Wachstumsrate der Leistungsfähigkeit des Produktionssystems ist. Ja, fassen wir jetzt diese etwas altertümlichen Begriffe in eine etwas modernere Sprache. Nun, wir setzen die Lohnkosten, also die Lohneinheit bzw. Kosteneinheit, in Relation zum Wachstum der Leistungsfähigkeit des Produktionssystems, also zum Produktivitätswachstum. Lohnkosten durch Arbeitsproduktivität. Was hat man dann für eine Größe? Die Lohnstückkosten. Das Wachstum der Lohnstückkosten ist langfristig gleich der Inflationsrate. So lautet die keynesianische Inflationstheorie. Wenn man diese Theorie nun empirisch überprüft, dann zeigt sich in zahlreichen Ländern über viele Jahrzehnte hinweg eine extrem hohe Korrelation zwischen Lohnstückkostenwachstum und Inflation. Ich habe die Grafik, die ihr sehen könnt, vom Blog Relevante Ökonomik entnommen. Es erschließt sich mir absolut nicht, wieso diese keynesianische Erklärung für Inflation nicht mal von den Machern dieses Videos aufgegriffen wird. Dann hätte man wenigstens irgendetwas, über das man reden könnte. Dann hätte man eine Inflationstheorie, wo man Pro und Contra abwägen könnte.
aber so nebulös von Angebot und Nachfrage zu fabulieren und das in keine verständlichen Größen zu packen, also so, dass man da vernünftig drüber debattieren kann, sorgt dafür, dass man eben auch keine vernünftigen Gegenargumente präsentieren kann. In Wahrheit ist das aber viel komplexer. Erwartungen spielen zum Beispiel eine große Rolle. Wenn die Menschen damit rechnen, dass die Preise steigen, dann fordern sie höhere Löhne. Höhere Löhne führen dazu, dass die Leute mehr Geld ausgeben können und die Konsumnachfrage steigt. Das treibt die Preise noch mehr in die Höhe. Diese Lohnpreisspirale lässt sich nur sehr schwer wieder einfangen. Die Argumente der MMT stützen sich darauf, dass in der gesamten Volkswirtschaft noch keine Vollbeschäftigung herrscht. Dafür gibt es unterschiedliche Definitionen. Meistens liegen die irgendwo zwischen 2 und 5% Arbeitslosigkeit. In Deutschland liegt die Arbeitslosenquote gerade bei 5,7%. Die MMTler sagen, top, diese Leute können doch arbeiten, wenn der Staat Geld druckt und es in Projekte investiert. Dabei ignorieren sie aber, dass es auf dem Arbeitsmarkt nicht die eine Vollbeschäftigung gibt, sondern ganz viele unterschiedliche Sektoren. Die Arbeitsnachfrage kann in einigen Sektoren das Angebot übersteigen, während es in anderen Sektoren noch Arbeitslosigkeit gibt. Handwerker sind zum Beispiel seit Jahren knapp. Gibt der Staat nun viel Geld für Bauprojekte aus, könnte er Inflation erzeugen und obendrein private Investitionen verdrängen, weil er mit den Unternehmen um Arbeitskräfte konkurriert. Auch wenn es in anderen Branchen immer noch Arbeitslose gibt. Hier werden wirklich grundlegende Mechanismen einer Marktwirtschaft nicht bedacht. Wenn es in einigen Bereichen eine höhere Arbeitslosigkeit gibt und dort die Löhne stark steigen, dann werden diese Bereiche attraktiver. Wenn die Löhne von Handwerkern sich innerhalb von 10 Jahren verdoppeln, aber in anderen Bereichen sich die Reallöhne gar nicht bewegen, dann werden ganz viele junge Azubis eher Handwerker werden, als in andere Bereiche zu gehen. Und wenn es in diesen anderen Bereichen eine hohe Arbeitslosigkeit gibt, und die muss es ja geben, wenn es in diesen Mangelbereichen eben keine Arbeitslosigkeit gibt, aber insgesamt eine hohe Arbeitslosigkeit herrscht, ja, dann wird das dort doch wohl Druck auf die Löhne ausüben. Man kann sich ja die Nominallohnentwicklung in der gesamten Volkswirtschaft angucken und das dann ins Verhältnis zur Produktivitätsentwicklung setzen. Und wenn die Lohnstückkosten insgesamt durchschnittlich über alle Bereiche 2% pro Jahr steigen, dann bekommt man auch 2% Inflation. Und ich sehe jetzt nicht, wie diese Argumentation hier der MMT irgendwie widersprechen sollte, weil es sich, wie gesagt, auf keine konsistente Inflationstheorie bezieht. Der Staat kann die Kontrolle über die Inflation völlig verlieren. Die schärfsten Kritiker der MMT befürchten, dass die Umsetzung ihrer politischen Ideen... Welche politischen Ideen? Wurde vorhin nicht erst gesagt, die MMT beschreibe nur Fakten? Nun ja, die einzige Idee, die uns bisher vorgestellt wird, ist die der Vollbeschäftigung. Und auch die hat sich die MMT hier bei Keynes abgeschaut. Also, liebe FAZ, liebes Funk, wenn ihr ein Video gegen den Keynesianismus machen wollt, dann kritisiert bitte auch Keynes. Und vermischt das nicht so, ja, transzendent mit der MMT, sodass man gar nicht mehr weiß, was ihr da eigentlich kritisiert. Die MMT berücksichtigt internationale Märkte nur unzureichend. Die MMT geht davon aus, dass der Staat ein Monopol auf die Währung hat. In der MMT ist Geld nur deshalb etwas wert, weil der Staat dahinter steht und in der jeweiligen Währung Steuern erhebt. Das heißt, ich hätte in Deutschland also keine andere Wahl, als mir Euros zu besorgen, weil ich meine Steuern damit bezahlen muss. Das ist zunächst mal gar nicht so kontrovers, sondern einfach nur ein Fakt unserer Wirtschaftsordnung. So, da haben wir es. Die Macher dieses Videos befinden den Chattalismus für richtig. Die Kritik hier richtet sich ausschließlich gegen die keynesianischen Anteile an der MMT. Und es gibt noch ein paar Unklarheiten, was Staatsfinanzierung angeht. Das werden wir uns auch noch ansehen. Aber diese Grundannahme, dass der Staat durch die Steuerpflicht, die er seinen Bürgern auferlegt, der Währung Wert verleiht, die wird hier für richtig befunden. Warum, wenn ihr eigentlich ein Kritikvideo gegen den Keynesianismus machen wollt, wieso schreibt ihr dann da MMT drauf? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wenn ihr ein Kritikvideo gegen den Keynesianismus machen wollt, dann macht eins gegen den Keynesianismus und nicht gegen eine andere Denkschule, die auch Anleihen bei Keynes hat. Dennoch liegt die MMT falsch, wenn sie dieses staatliche Monopol einfach so als gegeben betrachtet. In der Realität haben Bürger und Unternehmen nämlich durchaus Alternativen dazu, ihr Geld, sagen wir, in Euro zu halten. Hier ist dazu nochmal Volker Wieland. Wenn ich natürlich die Befürchtung hätte, dass die Kaufkraft des Euro sehr schnell schwindet, dass wir vielleicht die nächsten 10 Jahre jedes Jahr 10% Inflation haben, die Amerikaner aber das schaffen, das auf 1% oder 2% zurückzuführen, da habe ich einen starken Anreiz, mein Geld in Dollar zu bewegen, weil dort der Werterhalt viel höher ist. Auch hier werden schon wieder grundlegende Mechanismen einer Marktwirtschaft einfach ignoriert.
Was passiert, wenn alle Europäer plötzlich zu Währungsspekulanten geworden sind und ihr Geld in US-Staatsanleihen anlegen und es dafür erst einmal in Dollar tauschen müssen? Nun, der Euro wertet ab. Dadurch verbessert sich die Position der europäischen Exportindustrie und Importe werden für uns teurer. Kurzum, die Europäische Währungsunion macht Leistungsbilanzüberschüsse. Das wiederum übt starken Aufwertungsdruck auf den Euro aus, so dass das gar keine dauerhafte Erklärung für Inflation sein kann. Hier sorgt einfach dieser Wechselkursmechanismus für einen Ausgleich. Ein zu schwacher Wechselkurs würde letztlich für so hohe Leistungsbilanzüberschüsse sorgen, dass diese allein schon so einen starken Aufwertungsdruck ausüben, dass die Währung gar nicht stärker abwerten kann. Die komplett fehlende Inflationstheorie sowie ein grundlegendes Unverständnis von Wirkungsmechanismen des Marktes, ja, sind das zentrale Problem dieses Machwerks. Wenn ihr eine ganze Kritik dessen sehen wollt, schaut bei MMT mit Jan oder Geld für die Welt vorbei. Ich wollte mich auf jeden Fall jetzt von euch verabschieden und das Video nicht allzu lang werden lassen. Obwohl, hört ihr das auch? Zurück zu MMT. Regierung, Zentralbank, Schuldenbremse, so ist das bei uns. Aber die MMT geht viel weiter. Sie sagt, Regierung und Zentralbank sind eine Einheit, der Staat. Und der kann nach Belieben entscheiden, wie viel Geld er braucht. Denn die meisten Staaten geben ihre eigene Währung heraus. Deshalb können sie in dieser Währung gar nicht pleite gehen. Sie können ja einfach mehr Geld drucken, wenn sie nicht genug haben. Die Regierung braucht also bei ihren Entscheidungen nicht aufs Geld schauen und schon gar nicht auf die Höhe der Staatsverschuldung. Die meisten Ökonomen raten von so einer Gelddruckpolitik ab. Was bitte ist eine Gelddruckpolitik? Wie soll Geld denn sonst entstehen? Ja, okay, man kann es prägen oder per Knopfdruck an der Computertastatur erzeugen, aber das meint ihr wahrscheinlich nicht. Also, liebe FAZ, was ist eine Gelddruckpolitik? Und wenn ihr das dann definiert habt, warum lehnen die meisten Ökonomen sie ab? Gab es da eine Umfrage? Sind sie für eine Gelddruckpolitik und dann konnten Hans-Werner Sinn, Lars Feld und Co. ihr Kreuzchen machen? Oder wie kommt ihr auf diese Aussagen? Das klingt ja theoretisch nicht verkehrt. Aber mehr als eine Theorie ist die MMT bislang nicht. Hä? Aber mehr als eine Theorie ist die MMT bislang nicht. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Du bist vielleicht leicht zu durchschauen, mein Lieber. Aber bei mir ist das ein bisschen komplizierter. Meine geistig-moralischen Mechanismen sind mysteriös und komplex. Der größte Teil dieser Auseinandersetzung besteht tatsächlich aus Strohmännern, die sich daraus ergeben, dass man eben keine vernünftige Inflationstheorie der MMT nimmt, um sie zu kritisieren, sondern da irgendwas mit Angebot und Nachfrage erzählen will und dann selbst nicht genau weiß, was man da für eine Theorie entgegenstellen soll. Was man der FAZ aber durchaus lassen muss, ist, dass sie es schafft, die neoliberale Propaganda, die in diesem wie in allen anderen Funkbeiträgen zum Thema Wirtschaftspolitik enthalten ist, durchaus gut zu verpacken. Also man hat durchaus den Eindruck, man würde hier eine halbwegs ausgewogene Auseinandersetzung mit der MMT anschauen. Doch an einigen Stellen wird ziemlich deutlich, welche Ideologie die FAZ den jungen Funkzuschauern hier transportieren will. Damit die Schulden nicht aus dem Ruder laufen, gibt es in Deutschland die sogenannte Schuldenbremse. Die steht sogar im Grundgesetz. Wie können Schulden bitteschön aus dem Ruder laufen? Okay, der Staat kann zu viel Geld ausgeben und damit die Wirtschaft überhitzen. Aber aus dem Ruder laufen, das impliziert ja schon, dass die absolute Höhe der Staatsschulden eine relevante Kennzahl wäre, was die MMT bestreitet. Hier wird also einfach eine Aussage gegen die MMT gesetzt, ohne Begründung, ohne sonst was, um die Schuldenbremse zu rechtfertigen. Eine völlig überflüssige ökonomische Regel, die Möglichkeiten der Bundesregierung Konjunkturpolitik zu machen, enorm einschränkt. Um das mal deutlich zu machen. Die Unternehmen sind in den letzten Jahrzehnten in so gut wie allen Industrieländern Netto-Sparer geworden. Früher waren sie Netto-Schuldner. Das heißt, der Staat muss Schulden machen, damit die Wirtschaft nicht schrumpft. Und diese ja zwingende Notwendigkeit, die wird von der Schuldenbremse, die Schuldenaufnahme auf 0,35% des Bruttoinlandsproduktes pro Jahr plus minus Konjunkturkomponente einschränkt, ja, verbaut. Die MMT hat ein naives Bild von politischen Prozessen. In der MMT sind Politiker nicht an die Grenzen des Staatshaushaltes gebunden. Die MMT muss deshalb davon ausgehen, dass Politiker zum Wohle aller Geld investieren und dabei klug vorausplanen. In der Praxis unterliegen Politiker aber Anreizproblemen. Sie wollen ja wiedergewählt werden. Die Versuchung ist also sehr groß, mehr Geld unters Volk zu bringen, als ökonomisch klug wäre.
Die Schuldenbremse schafft eher Anreizprobleme. Die Schuldenbremse sorgt nämlich dafür, dass Politiker einen Anreiz haben, um geltendes Recht einzuhalten, eben weniger Geld auszugeben, als die Wirtschaft benötigt. Wenn Unternehmen und Privathaushalte sparen, dann muss der Staat sich verschulden oder er setzt darauf, dass das Ausland Schulden macht. Und genau das ist in Deutschland in den letzten 20 Jahren passiert. Deutschland hat Lohndumping betrieben und damit seine europäischen Partnerländer unterboten und Leistungsbilanzüberschüsse gemacht. Das Ausland wurde also zum Netto-Schuldner. Und dadurch ist halt ein riesiger Fehlanreiz geschaffen, nämlich der Anreiz, Merkantilismus zu betreiben. Der Anreiz, sein eigenes Wachstumsproblem auf die Nachbarländer abzuwälzen und die Nettoschulden dort zu erhöhen. Diese Fehlanreize, die unsinnige Schuldenregeln, wie jene in den Maastrichter Verträgen setzen, haben beinahe zur Zerstörung der Eurozone geführt. Aber ja, die MMT, wenn sie einfach nur beschreibt, wie unser Geldsystem funktioniert, die setzt in Wahrheit Fehlanreize. Was soll man zu diesem Schwachsinn noch sagen? Die MMT hat zu viel Vertrauen in die Vorhersagekraft des Staates. Ihr erinnert euch, in der MMT soll der Staat idealerweise schon im Voraus berücksichtigen, ob seine Ausgaben die Inflation ankurbeln werden. Doch das vorauszusagen ist unglaublich schwierig. Wahrscheinlicher ist, dass sich der Staat verschätzt. Oder dass die Politiker die Empfehlungen nicht so umsetzen wie geplant. In einer demokratischen Regierung müssen sich die Parteien einigen, wie viel sie ausgeben wollen und für welchen Bereich. Das entscheidet sich in den Koalitionsverhandlungen oder mitten in der Legislaturperiode. Vorher da irgendetwas festzulegen, ist quasi unmöglich. Also fassen wir zusammen. Eine Regel, die die Schuldenaufnahmen des Bundes strikt einschränkt und ihm jegliche Konjunkturpolitik de facto verbietet, die sorgt dafür, dass Schulden nicht aus dem Ruder laufen. Aber die MMT, die sagt, dass der Staat eben so viel Geld ausgeben soll, wie es gerade konjunkturell notwendig ist, die hat zu viel Vertrauen in die Vorhersagekraft des Staates. So als ob der Staat keine sektoralen Salden aufstellen würde. So als ob man das beim Statistischen Bundesamt nicht nachschauen könnte. So als ob man die Nominallohnentwicklung und die Entwicklung der Lohnstückkosten nicht nachschauen könnte. So als ob die Inflationsrate nicht erhoben würde. Es ist dermaßen beschränkt, was uns hier aufgetischt wird, dass man einfach nur von neoliberaler Propaganda sprechen kann. Und jetzt hätte ich mal ein paar Fragen an Funk. Wenn die FAZ hier ein Format erstellen darf, in dem sie neoliberale Propaganda verbreitet, wird dann wenigstens ein Gegenstück gesetzt? Bekommt beispielsweise der Gegenstandpunkt die Möglichkeit, ein marxistisches Wirtschaftsformat aufzustellen? Oder darf das Makroskop ein keynesianisches Wirtschaftsformat aufstellen, in dem dann beispielsweise die Theorien von Keynes nicht so verfälscht und unter dem Label MMT erklärt werden? Alles Fragen über Fragen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte ja eigentlich für Ausgewogenheit stehen. Also, liebes Funk, fragt mal beim Gegenstandpunkt, bei der jungen Welt, beim Makroskop, bei was weiß ich wem mal an, ob die Interesse daran hätten, ein Wirtschaftsformat zu gründen, was quasi ein Gegenpol zu diesem sehr neoliberalen Format hier wäre. Dann hättet ihr wenigstens für Ausgleich gesorgt. Oder überprüft Werke, die bei euch veröffentlicht werden, einfach auf journalistische Standards und darauf, ob Dinge, die erklärt werden sollen, auch tatsächlich erklärt werden und nicht die ganze Zeit gegen irgendwelche Strohmänner geschossen wird und nicht mal eine vernünftige Argumentationsstruktur, die jeder Mittelschüler beherrschen sollte, aufgestellt wird. Aber was soll man von Funk noch erwarten nach dem ganzen Schwachsinn, den wir uns hier in den letzten 2 Jahren schon antun durften? Aber zum Abschluss noch mal was Lustiges. Erinnert ihr euch an den Einspieler von Volker Wieland am Anfang? Diese sogenannte moderne monetäre Theorie ist weder modern, weil da werden natürlich Dinge gesagt, die einfach Fakten sind. Klar, der Staat gibt das Geld aus, so funktioniert das im Moment bei uns. Aber diese Fakten sind einfach Fakten, die sind weder neu noch modern, sondern das sind einfach Fakten. Es ist etwas traurig natürlich für all die Hunderte von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Ökonominnen und Ökonomen hier in Deutschland. Auch die jungen Leute, die das studieren und die auch da promovieren und wirklich versuchen, Neues zu entdecken mit den Methoden, die wir haben. Wenn dann in der Politik plötzlich manche einfach solchen Behauptungen nachlaufen, weil sie gut klingen und weil sie gerade ins Konzept passen. Die MMT beschreibt also einfach Fakten. Das betont Wieland hier ziemlich häufig. Politiker laufen der MMT nach. Und das ist jetzt traurig, weil es traurig ist, wenn Politikern Fakten nachlaufen.
Aber diese Fakten sind einfach Fakten, die sind weder neu noch modern, sondern das sind einfach Fakten. Damit fügt sich dieses neue Wirtschaftsformat von Funk wunderbar in die ganze Reihe von anderen Beiträgen dieses Netzwerks ein, die ungetrübt von jeglicher Sachkenntnis versuchen, junge Zuschauer mit neoliberaler Ideologie zu indoktrinieren. Wir dürfen uns also auf noch viele weitere tolle Videos freuen. Didn't make it.